Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen genießen. Heute machen wir für euch wieder etwas ganz Extravagantes, was schon ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Was machen wir heute? Zunge. Schlecker. Schweinszunge auf rote Linsen. Mal ganz was man eigentlich nicht mehr so oft macht. Und was auch vielleicht nicht jeder mag, weil manche sagen, was ich schon einmal im Maul gehabt, was schon jemand im Maul gehabt hat, das ist sich nichts. Okay, dann zeige ich euch die Zutaten. So, ich habe hier schon zugestellt die Schweinszunge, wie sie jetzt, die kocht schon vor sich hin, die braucht ca. 1 bis 1,5 Stunden, bis sie fertig ist. Dann habe ich hier die roten Linsen. Die roten Linsen braucht man nicht einweichen vorher, weil die sind von der Struktur her viel weicher wie die braunen oder schwarzen Linsen. Die werden sonst Püree. Eine Zwiebel, etwas Knoblauch, ein paar Karotten und Lauch. So, meine Maus ist in der Zwischenzeit rausgegangen, weil das stört der Zwiebel. Den Lauch schneidet jetzt schon in kleinen Würfeln. Die Waschmaschine klebt auch hier ab, hört sie gerade. In schöne Würfel schneiden, soweit es geht halt, so scharf die Messer sind. So, das war's. So, wir haben das alles schon geschnitten. Jetzt haben wir das da in die mit Wasser aufgossen. Salz, Pfeffer, Knoblauch ein, draufkochen, weich kochen lassen. Und wenn das schon bis fest ist, dann erst die Linsen dazu. So, nachdem das jetzt schon kocht ist, geben wir die Linsen dazu, circa so eine Tasse voll. Und lassen das mit kochen. Braucht ungefähr 10 Minuten. Das Wasser wird dann vollständig aufgesogen von den Linsen und dann ist das fertig. Dann macht man auch die Zunge, dann zeige ich euch noch, wie man die Zunge nachher noch bearbeitet. Bei dem muss man dann die obere Schicht abschälen und dann kann man das anrichten. Wie ihr seht, das Wasser ist schon fast weg. Da können wir jetzt ein bisschen mit der Temperatur zurückgehen, dass das langsam zieht. Auf 4 bis 5 kommt drauf an, also ein bisschen unter die Hälfte. Und lassen wir das langsam weiter tun. An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bedanken für die vielen Likes und für die Aufrufe, was ich habe schon auf meiner Homepage www.joachimbayer1.com. Und eben, dass meine Videos so gut ankommen, das freut mich auch sehr, motiviert mich auch immer wieder. Und ich habe schon einige gesehen, die das auch so machen und das finde ich toll. Ich finde es einfach super, es ist keine Konkurrenz, weil ich sage, jeder macht es auf seine Weise, jeder macht es anders. Und es gibt, sagen wir mal, hochgerechnet 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, jo, so ungefähr. Und jeder wird sich jeden Teil aufbauen. Und ich sage mal, es kann keiner was erzwingen und es braucht keiner irgendwie Angst haben, dass irgendwas nicht funktioniert. Sondern wenn er es gerne macht, mit Herzblut dabei ist, dann kommt das auch gut rüber und man muss identisch bleiben. Das ist ganz wichtig meiner Meinung nach. Und ich gebe gerne Tipps weiter, wenn jemand Fragen hat oder an. Ich habe damit kein Problem. Überhaupt nicht, also ich sehe in den ganzen anderen ganzen Kollegen, sage ich einmal, die Videos machen wollen und das probieren wollen, sollen es machen, sie sollen es probieren, reinstellen und abwarten, was passiert. Es kann nichts Schlimmes passieren und es macht mir auch riesig Spaß und ich mache heute noch Fehler bei gewissen Sachen,
und meine Videos sind auch nicht perfekt und keiner kann perfekt sein, aber es wichtig ist, dass das rüberkommt, was rüberkommen soll, und das soll ident sein, das soll mit der Person zusammenpassen, und das ist wichtig. So, die Zunge ist auch fertig. Wir werden jetzt schauen, wie das geht. Ich habe schon angefangen. Da müsst ihr schauen, das muss mal ganz leicht runtergehen. So. Das muss ganz leicht zum Schälen gehen. Ich kann nicht. Ihr könnt es kurz abschrecken. Das wird euch zu heiß in der Hand. Aber nach Möglichkeit heiß schälen, weil sonst geht es nicht runter. Was meinst du mit abschrecken damit? Kalt machen. Seht ihr das? Alles, alles runter. Dann hat man nur mehr die reine Zunge, das Fleisch praktisch. Weil das oben, das sind die Nervenstränge, und das kann man nicht essen, das ist ziemlich fest. Und nicht lecker. So, und nicht lecker, genau. Und wenn das dann so ist, dann kann man es halt schon aufschneiden und anrichten. Die Linsen dauern noch 2 Minuten und dann ist das fertig. So, die Sachen sind fertig. Hier haben wir das Linsengewicht. Linsengericht, Gewicht. Gewicht. Linsengewicht. Riecht mal an. Mein Schöpfer. Ja. Schopf. Schopfloffel. Mal schön. Darf da und dran. So. Papa, soll ich. Was ist mit dem Saft da? Kann man auch drauf geben dann. Ich will nicht zu, sonst fließt uns das weg, das wollen wir ja auch nicht. So. Schau mal meine Zunge raus. Ups. Nein. Schatzi. So. Jetzt kommt das hintere ab, hoffentlich. Mhm, das kann man schon machen. Das braucht man so. Nicht. Mal schön aufschneiden. Jetzt das Zeug, dafür das haben wir eine Gabel. Eine Stichgabel? Mhm. So, das riecht man da schön so drauf. Aber du willst nicht mit den Weißen. Das Weiße ist doch nicht zum Essen. Was für das? Nichts Weißes mehr, was nicht zum Essen ist. Oh doch. Nein, das ist, kann man essen, das ist kein Problem dazu. So, kann man dann Saft. Vergiftet man nicht? Nein, vergiften das nicht. So, und da tun wir noch ein bisschen. Und auf die Zunge. Mhm. Okay. Ja. Also die Zunge tun wir nichts drauf, das passt schon so. Warum? Weil das ist richtig. So, das tue ich mal so schön her. So schaut das dann aus. Dann nehmen wir eine Faunfeder. Wenn du was? Faunfeder, ja. Na, gute Idee, ja. Nix. So, das war's von uns heute wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Abo würde mich freuen. Und wünsche euch ein schönes Wochenende. Meine Maus auch, oder? Auch ein schönes Wochenende. Und in die Glocke. Und was? Glocke. In die Glocke. Und aber, ja, wie gesagt, abonnieren, ja. Abonnieren ist auch Glocke schon, ja. Okay, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und gutes Gelingen beim Nachkochen. Ciao. Tschüss.